Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stahl, Schere, Papier. Heute wird's mal um Computerspiele gehen. World of Tanks, Armored Warfare, War Thunder, die großen Millionenspieler-schweren Online-Spiele, in denen sich alles um Panzer dreht. Und die Frage, wie die mit dem Deutschen Panzermuseum zusammengehen, wie geht das zusammen, wie hängt das zusammen, wie kommt das zusammen? Drei Fragen werden eigentlich immer wieder an uns gestellt. Die erste Frage ist ganz grundsätzlich, was haltet ihr von solchen Spielen? Die zweite Frage ist dann meistens, macht ihr was mit den Firmen zusammen? Wenn ja, was? Wenn nein, warum nicht? Und die dritte Frage ist, na, ist es nicht auch so, dass ihr ziemlich von diesem Boom profitiert als Panzermuseum? Und den drei Fragen wollen wir heute mal nachgehen. Die erste Frage ist immer, was haltet ihr als Haus von diesen Spielen? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, man muss da wirklich ein bisschen ausholen. Grundsätzlich ist es so, wir verdammen diese Spiele natürlich nicht. Wir haben schon öfter mit den Firmen zusammengearbeitet, da kommen wir in Frage 2 gleich zu. Es ist nicht so, dass wir was gegen diese Spiele haben. Wir haben grundsätzlich nichts gegen Computerspiele. Es ist mittlerweile eine anerkannte Kunstform, sowohl für die Designer als auch für die Spielenden. Eine wertvolle Geschichte. Die Frage ist aber, wie verhält sich das Deutsche Panzermuseum zum Thema Panzerspiele? Und da wird es dann ein bisschen komplizierter. Man muss ein bisschen ausholen, was ist der Auftrag des Deutschen Panzermuseums, ist die erste Frage. Und die Antwort scheint relativ leicht. Wir sollen und wollen die Geschichte des Panzers erzählen, aus einer spezifisch deutschen Perspektive. Wir stehen nun mal hier und deswegen ist das unsere Aufgabe. Und wie geht das, ist dann die nächste Frage. Aus unserer Sicht, indem wir möglichst umfassend, so ehrlich wir können, so objektiv wir können, so vielschichtig wir können, diese Geschichte zu erzählen. Und das bedeutet, man muss da ehrlich zu sich selbst sein. Einerseits gehört zum Panzer natürlich all das, was Spaß macht, was spannend ist. Die PS-Zahl, die Kalibergröße, die Panzerplattenstärke, die technischen Höchstleistungen, die ganzen Abenteuergeschichten drumherum. Das ist was Gutes, was zum Panzer gehört, das muss man erzählen. Gleichzeitig muss man aber auch, und das ist für uns sehr wichtig, die ganzen dunklen Seiten erzählen, die dazu gehören. Die Angst der Leute im Panzer, vorm Panzer, unterm Panzer, leiden, töten, sterben, all das gehört auch dazu. Und das ganze Mittelfeld dazwischen auch, also solche Sachen wie, wie ist der Alltag im Panzer, ne? Wo geht man auf Toilette, wie kommt man an sein Essen, friert man, schwitzt man und so weiter. Das ist unsere Aufgabe, das ist das, was wir machen wollen und sollen, möglichst facettenreich und so ehrlich wie möglich diese gesamte Bandbreite der Themen abzubilden. Das ist für sich genommen schon schwierig genug, weil wenn Sie in ein Museum gehen, Sie ja erwarten, einerseits Bildung zu bekommen, andererseits aber auch Unterhaltung zu bekommen. Das ist ein Museum, wir sind ja keine Schule. Sie wollen einen schönen Tag im Museum verleben und dabei was lernen. Das ist bei so einer Bandbreite von Themen, die wir abdecken müssen, schon schwierig, aber durchaus machbar. Die Computerspiele auf der anderen Seite, wenn wir nicht gerade über Serious Games reden, also Spiele mit einem moralisch-ethischen Anspruch oder einer moralisch-ethischen Dimension wenigstens, diese Computerspiele sind reine Unterhaltungsprodukte. Und wenn Sie genau hingucken, und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes an sich, sind diese Spiele natürlich gesäubert, die sind gereinigt. Viele Dinge kommen nicht vor. Leiden, töten, sterben finden Sie bei World of Tanks nicht wirklich. Ob da jetzt irgendwie mal eine Todesmeldung oder eine Knocked-Out-Meldung oder mal eine Stimme, eine Audio-File kommt irgendwie von der Besatzung. Es fließt kein Blut, es wird nicht gelitten, es wird nicht gestorben, es wird auch nicht getötet. Da fahren wirklich in diesen ganzen Spielen Panzer in klinischer Umgebung durch die Gegend und führen klinische Gefechte gegeneinander, um dann in die nächste Runde zu gehen. Was für das Medium völlig in Ordnung ist. Das war schon immer so. Wenn Sie 25 Jahre zurückgucken und so einen riesen Mega-Hit wie Pirates sehen, Sid Meier's Pirates, da wurde ganz deutlich gesagt, dieses Spiel ist so designt, dass die ganzen schlechten Seiten des Piratenlebens rausgenommen wurden, damit man ein erfreuliches, konsumierbares, unterhaltendes Produkt hat. Und das ist auch völlig okay. Aber wenn wir als Panzermuseum jetzt hingehen sollen und sollen uns mit so einem Produkt verbinden, dann stellt uns das natürlich vor ein Problem. Denn einerseits sagen wir, wir müssen so umfassend wie möglich die Panzergeschichte mit allen hellen und dunklen Seiten abbilden. Und wir wollen uns dann verbinden mit einem Produkt, das ganz bewusst nur die schönen Seiten, nur die fröhlichen Seiten und die spaßigen Seiten abbildet. Und das ist das, wo es für ein Panzermuseum schwierig wird, mit Spielen und Spieleherstellern zu kooperieren, weil es so ein bisschen das unterminiert, was wir eigentlich wollen, nämlich den Leuten in Erinnerung rufen, dass die Panzer eben nicht nur schöne Seiten hatten, dass sie eben nicht nur Trecker und Autos waren oder Bagger, wie viele kleine Kinder sagen, sondern Tötungsmaschinen, Gewaltmaschinen, dass sie dafür gebaut wurden. Man kann darüber sprechen, ob sie in einem guten Zusammenhang gebaut wurden, also sowas wie der Schutz der Demokratie würde den meisten von uns da einfallen, oder in einem schlechten, das wäre ein Eroberungs- und Angriffskrieg nach unseren heutigen Maßstäben. Aber auf jeden Fall, ihre Wirkung entfalten sie dadurch, dass sie Gewaltmaschinen sind. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren.
Das wollen wir in Erinnerung rufen und sich mit einem Produkt zusammenzutun, das genau diesen Aspekt rausschneiden will, macht es für uns schwierig. Aber eben nicht unmöglich. Man kann trotzdem punktuell zusammenarbeiten. Eine grundsätzliche Verbindung des Hauses mit so einem Produkt oder einer anderen Firma ist allerdings für uns schwierig. Das hat natürlich auch mit der spezifisch deutschen Perspektive zu tun. Wir haben eine spezifische Geschichte, eine spezifische Militärgeschichte. Wir sind sensibler, wir sind nachdenklicher als andere Staaten in der Museologie der Kriege, in der Museografie der Kriege. Wir gehen sensibler mit solchen Themen um. Das ist einerseits unsere große Stärke, andererseits auch unsere Besonderheit, die uns manchmal ein bisschen hemmt. Aber das ist so, wie es ist. Als deutsches Panzermuseum müssen wir etwas zurückhaltender, seriöser, sensibler an das Thema rantreten. Und das macht die Kooperation ein bisschen schwierig auf dauerhafter Basis. Nichtsdestoweniger, und jetzt kommen wir zur zweiten Frage, haben wir natürlich schon mit solchen Firmen zusammengearbeitet. Wir haben schon mit World of Tanks was gemacht, also Wargaming. Und wir haben schon mit Gaijin was gemacht, dem Produzenten von War Thunder. Wir machen dann was mit diesen Firmen zusammen, wenn es von Ort, Zeit und Atmosphäre, Flair, Event passt. Das sind natürlich dann im Regelfall Stahl auf der Heide Events. Also früher Tag der offenen Tür, jetzt Stahl auf der Heide. Das sind Tage, an denen wir selber sagen, heute ist mal Eventzeit. Heute ist gute Laune, heute ist Bier und Bratwurst und Panzerfahren. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das andere Thema ausblenden. Aber für den einen Tag konzentrieren wir uns wirklich mal auf die schönen Seiten. Das ist erlaubt, das ist legitim, da stehen wir auch zu, das soll so sein. Und an diesem Tag ergibt es eben dann durchaus Sinn, auch so ein Produkt, so eine Firma einzuladen, die diese Fokussierung auf die positiven Seiten sowieso als Dauerprinzip hat. Der Gedanke, warum wir das machen, ist aber auch, dass wir hoffen, und das funktioniert einigermaßen, dass wir hoffen, gewissermaßen Bildung aus dem Hinterhalt betreiben zu können, so nennen wir das. Wir hoffen, dass Leute, die über das Produkt, über das Computerspiel zum ersten Mal ins Panzermuseum gelockt werden, die zum ersten Mal herkommen, weil sie eben gehört haben, ja, die Firma ist da, da gibt's irgendwie freie Bonuscodes oder sonst irgendwas oder sonst irgendwie Merchandise, da gehe ich hin, dass die das Museum kennenlernen, dass sie es vielleicht auch schätzen lernen und dann an einem ruhigeren Tag nochmal wiederkommen und dann vielleicht eine Führung mitmachen, die Texte lesen und dieses Hobby, was sie haben, das bis jetzt eindeutig positiv besetzt war, vielleicht ergänzen eben durch die nachdenklicheren, durch die düsteren, durch die kritischen, durch die schwierigen Aspekte, durch das, was hart zu verdauen ist, um dann, während man also an seinem Hobby wächst, während man ganz oft eben auch in der Pubertät als Teenager noch ein Alter wächst, wenn die Persönlichkeit reift, eben auch sich mit schwierigen Themen aufzufüttern, mit Sachen zu befassen, die einem sonst vielleicht nicht so in den Sinn gekommen wären. Das ist so der Gedanke, warum wir gesagt haben, wir arbeiten punktuell und werden das auch weiter tun. Wir arbeiten punktuell mit solchen Firmen zusammen, laden sie bei den großen Festen ein, weil wir uns gegenseitig befruchten können. Das geht nämlich auch in die andere Richtung. Die Firmen sind da meistens sehr offen und sagen, naja, wir haben ein historisches Thema, wir können die historischen Aspekte aber selber gar nicht richtig abbilden, also arbeiten wir mit dem Panzermuseum zusammen, die können das dann für uns machen. So können wir uns sozusagen tatsächlich zurücklehnen und die Verantwortung ein bisschen abgeben. Und das ist auch völlig okay, das ist unsere Aufgabe, das machen wir auch gerne. Das führt dann jetzt zur dritten Frage. Hat das Panzermuseum nicht auch doll profitiert von diesem Aspekt? Das ist ein bisschen schwierig. Also diese Multiplayer-Panzerspiele sind ja massiv gewachsen, in Millionen Stellen hochgeschossen in den letzten Jahren. Und dann heißt es immer, naja, der Zuwachs des Panzermuseums fällt ja in dieselbe Zeit. Also ist ja naheliegend, dass die ganzen Spieler rübergewandert sind jetzt ins Panzermuseum. Jetzt ist es so, dass ich das nicht eindeutig verneinen kann, weil wir zwar viele Umfragen gemacht haben, aber diese Umfrage haben wir noch nicht gemacht. Ich bin aber ausgesprochen skeptisch, dass das so einfach funktioniert. Ich glaube viel eher, dass das Panzermuseum und diese ganzen Multiplayer-Panzerspiele vom selben Effekt profitieren. Und zwar von der einfachen Tatsache, dass Panzer schon immer massiv faszinierend waren. Also wir haben jetzt 115.000 Besucher, wir hatten aber auch in den 80er und 90er Jahren schon ungefähr 60, 70, 80.000 Besucher. Das heißt, das Thema zieht sowieso. Jetzt sind wir zu der Zeit, als die Online-Panzerspiele aufkamen, auch massiv in die Online-Öffentlichkeit getreten. Wir haben plötzlich Facebook aufgemacht, wir haben angefangen, YouTube zu bespielen. Wir haben auch andere Medien viel stärker bearbeitet als früher. Plötzlich waren wir im Fernsehen, im Radio, wir haben Zeitungsinterviews gegeben. Also das Panzermuseum war mit einem Mal viel präsenter und war dadurch wesentlich leichter zu finden. Das bedeutet, dieselben Leute, die schon immer sozusagen für Panzer fasziniert waren und auch in den 80er Jahren gekommen sind, diese Gruppe hat uns jetzt einfach leichter finden können. Wir waren präsenter, haben besser geworben, sind besser findbar gewesen und deswegen sind auch mehr Leute zu uns gekommen. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich die gesamte Informationsgewinnung der Tourismus-Wertschöpfungskette auf das Internet verlagert. Das bedeutet, ja, diese Online-Panzerspiele und das Panzermuseum machen eine ähnliche Entwicklung durch, zur selben Zeit.
aus demselben Effekt heraus. Das Internet wird immer mehr der primäre Informationskanal in alle Richtungen. Und das fällt mit einem Panzerinteresse zusammen. Das heißt, die Leute fangen plötzlich an, World of Tanks zu spielen, finden aber auch das Panzermuseum und fahren natürlich hierher. Dass es da Interdependenzen gibt, das ist klar. Und dass die wahrscheinlich eher aus der anderen Richtung, also von den Spielen zu uns gegangen sind, ist nicht einfach eine Frage der Zahlen. Es gibt einfach wesentlich mehr Spieler als Museumsbesucher. Trotzdem glaube ich, dass der grundsätzliche Effekt der gleiche ist. Panzer faszinieren. Das Internet ermöglicht es, Panzer zu finden. Sei es digital bei World of Tanks oder sei es analog, konkret real bei uns. Und so ist das zusammengestoßen. Was natürlich dazu kommt, ist in dem Moment, wo World of Tanks und diese anderen Spiele so eine Beliebtheit haben, werden sich mehr Leute bewusst, dass sie das Thema eigentlich interessant finden und finden dann uns ganz oft auch über Meldungen in den Foren oder tatsächlich dann in der Kooperation mit der Firma auch auf deren Seite. Dadurch haben wir auf jeden Fall einen Bonus. Aber wie gesagt, diese Leute wären sowieso früher oder später bei uns gelandet, weil sie Panzer interessant fanden und finden und uns übers Netz so oder so gefunden hätten. Also sagen wir mal, diese Spiele sind auf jeden Fall ein Katalysator für uns gewesen, aber diesen Wachstumsschub hätten wir, glaube ich, auch so gehabt, weil wir eben genauso parallel zu der Zeit in Erscheinung getreten sind. Also, das war jetzt nochmal zusammengefasst, so die grundsätzlichen drei Fragen. Was haltet ihr davon? Ist okay, ist nur für uns ein bisschen schwierig, ist aber denkbar und machbar. Zweitens, was macht ihr mit denen? Immer mal wieder eine Kooperation, wenn Zeit, Ort und Thema es zulassen. Und drittens, habt ihr nicht super davon profitiert? Ein bisschen auf jeden Fall, aber nicht unbedingt weltbewegend. Das waren die drei Fragen, die drei Antworten. Tschüss.